Gegenüber von dieser Position ist ebenfalls ein richtiger Balkon, der wie ein Schiff geformt ist. Da habt ihr bestimmt schon gesehen, kann man auch irgendwie rauf. Jo, hallo, servus und habedere. Lang, lang ist's her, dass ich Easter Eggs in Plants vs. Zombies Garden of 2 gemacht habe. Jetzt ist es wieder soweit. Ich zeige euch heute 5 weitere Easter Eggs und Anspielungen in Garden Warfare 2. Wenn ihr danach noch mehr sehen wollt, ich verlinke euch die ersten 2 Folgen unten in der Videobeschreibung. Los geht's mit dem eigentlich bekanntesten Easter Egg und ich wundere mich irgendwie selber, warum ich das noch nie auf meinem Kanal gezeigt habe. Und zwar geht es um den dritten Garten auf der Map Saat der Zeit. Der spielt ja bekanntlich in Ägypten. Und da wissen bestimmt die meisten von euch, man kann auf 2 bestimmte Positionen durch 2 gewisse Aktivitäten. Die erste ist rechts hinter dem Garten. Zu der Position kommt man folgendermaßen hin. Wenn man den ganz rechten Weg geht, kommen kurz vor dem Garten 3 Kamele. Beim ganz linken vorderen Kamel ist der Kopf leicht zurückgesetzt. Wenn man zu dem Kamel hingeht, kann man damit interagieren und somit den Kopf wieder nach vorrücken. Wenn man das macht, öffnet sich ein paar Meter weiter eine Falltür und man kann runterspringen. Da muss man dann ganz besonders aufpassen, dass einem nicht die Bowlingkugel überrollt, aber dafür gibt es alle paar Meter einen Zwischengang, wo man sich verstecken kann. Da müsst ihr einfach langsam immer wieder raufgehen und am Schluss seid ihr nachher rechts hinter dem Garten bei diesem einen Balkon, sage ich jetzt mal. Gegenüber von dieser Position ist ebenfalls ein richtiger Balkon, der wie ein Schiff geformt ist. Da habt ihr bestimmt schon gesehen, kann man auch irgendwie rauf. Das ist ein bisschen besser versteckt und zwar gibt es, wenn man von der linken Seite kommt und dann kurz vor dem Garten rechts schaut, einen kleinen Vorsprung, einen kleinen Stein. Auf diesem müsst ihr raufhüpfen und ein paar Sekunden warten und das war's eigentlich schon. Circa 5 Meter weiter öffnet sich dann ein Tor. Da könnt ihr reingehen, da müsst ihr aber nach ein paar Metern aufpassen, dass euch nicht diese Falle zerquetscht. Und dann könnt ihr da ein kleines Geheimareal erkunden. Ihr könnt auf den Balkon gehen oder ihr könnt auch ein bisschen weiter gehen und links hinter dem Garten unten rauskommen und da vielleicht ein bisschen die Pflanzen überlaufen oder attackieren oder einen kleinen Hinterhalt starten. Es sind auf alle Fälle 2 sehr gut versteckte Easter Eggs. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Zum nächsten Thema, eine kleine Anspielung im Backyard Battleground. Da gibt es oben auf einem Haus ein Schild, wo Van Hooser's Ice Cream steht. Das ist eine Hommage an den Creative Director von Plants vs. Zombies, und zwar Jeremy Van Hooser. Nächste Anspielung befindet sich hinter dem Fußballplatz. Da sieht man auf einer Hauswand einen großen Z-Mech-Roboter, der einen kleinen Luftballon in der Hand hält. Und dieses Bild soll eine Anspielung sein auf das relativ bekannte und berühmte Bild. Ich weiß nicht, wem das ist oder ob das irgendwie ein besonderer Künstler gemacht hat, aber es ist trotzdem relativ bekannt. Und zwar dieses eine Bild mit diesem Mädchen und dem Herzballon, der was wegfliegt. Ihr kennt das bestimmt alle. Die nächste Anspielung befindet sich wieder mal nicht im Spiel direkt, sondern im Trailer. Und zwar wieder mal im Beta-Trailer. Bei einer kurzen Szene sieht man einen Wissenschaftler, wie er komplett schnell durch die Map flitzt und man eigentlich nur sein Gesicht sieht. Und das ist eine Anspielung auf den Trailer bzw. auf den Film X-Men Apocalypse. Bei dem Film gibt es auch eine Szene, wo ich glaube, das ist Silver Star. Ich bin mir nicht sicher, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube Silver Star heißt dieser eine Charakter, dieser eine Held, auch furchtbar schnell durch ein Gebäude läuft. Und die Szene im Garden of 2 Trailer ist eben eine Anspielung auf diesen Apocalypse Trailer bzw. Film. Und die letzte Anspielung für heute befindet sich ebenfalls hinter dem Fußballplatz. Und zwar findet man hier ein großes Plakat. Ein Filmplakat, um genau zu sein, und auf dem steht der Titel Don't Go Into the Garden. Und das soll eine Anspielung sein auf den sehr, sehr alten Horrorfilm Don't Go in the Woods. Und soll dort auch eine kleine Hommage an diesen Film bieten. Gut, das war's schon mit der heutigen Folge. Die nächsten 5 Easter Eggs, und das wird nachher auch die letzte Folge sein, kommt schon relativ bald. Ich glaube, nächste Woche werde ich es schaffen. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr von diesen Easter Eggs und Anspielungen sehen wollt, die ersten 2 Folgen findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal und ciao!